Migrationsentscheidungen? Meine Damen und Herren, Asyl, Flucht ist keine Migrationsentscheidung. Flucht, definiert nach der Genfer Flüchtlingskonvention, ist die Flucht vor begründeter Furcht vor Verfolgung, meine Damen und Herren. Da rennen Leute um ihr Leben, um ihre körperliche Unversehrtheit. Deswegen sagt ja auch Artikel 31.1 GFK ins nächste sichere Gebiet und verbietet es den Leuten, ins Heimatland zurückzukehren. Dann verlieren sie ihren Flüchtlingsstatus, meine Damen und Herren. Asyl ist keine Migrationsentscheidung. Sobald die Migration Ergebnis einer Entscheidung ist, kann sie nicht mehr Asyl sein. Und genau deswegen, Herr Merz, sind die sämtlichen Hunderttausenden, Millionen Migranten, die seit Angela Merkel nach Deutschland gekommen sind, eben keine Flüchtlinge, sondern ordinäre illegale Migranten, die illegal die Grenze überquert haben unter Begehung einer Straftat und bei uns Asyl begehren.